TJ, Gretchen, los, spiel dich frei! Mein Gott, was wird denn das? Muss ich alles selber machen? Das war wohl nichts, Spinelli. Wenn ich sage, das war nichts, dann war das auch nichts. Gar nichts. Nichts als nichts. Pass auf, du miese Kleine! Hilfe, die ist übergeschnappt, übergeschnappt! Hilfe! Ich mach dich fix und fertig, du Ratte! Lass ihn los, Spinelli. Lawson hat den Punkt ganz fair gewonnen. Das ist mir egal, der war schon lange mal fällig. Es wird alles gut, Spinelli. Über allen Gipfeln ist du. Atme tief durch und entspanne dich. Ja, so. Ich will aber nicht atmen, lass mich los! Nur wenn du versprichst, nicht durchzudrehen. In Ordnung, okay, ich versprich's. Dann bitte auf, dich wie ein Idiot aufzuführen. Ich bin ein Idiot? Du musst zugeben, Spinelli, das ist ein ziemlich idiotisches Benehmen. Schön, wenn das eure Meinung ist, dann lasst mich Idioten doch in Frieden. Mann, die ist ganz schön sauer. Ja, so ist Spinelli, wenn sie schlechte Laune hat. Das ist ziemlich eklig, aber irgendwann beruhigt sie sich wieder. Und wie? Gewöhnlich macht sie was kaputt. Oh. Blödes, beknattertes, bescheuertes Basketballspiel mit deinen blöden, beknatterten, bescheuerten Regeln. Hörst du vielleicht mal damit auf, Spinelli? Warum sollte ich? Ich habe Miss Finsters Geheimnummer und die ist hier drin einprogrammiert. Na schön. Sieht ganz so aus, als wäre hier jemand heute früh mit dem falschen Fuß aufgestanden. Wie muss ich mich abreagieren? Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Hey, Ashley, ich hab hier was. Das sehnt sich nach dir. Entschuldige, Spinelli, du machst hier gerade meine Kreide kaputt. Deine Kreide? Oh, die ist für dich. Ich habe hier nichts mehr verloren. Danke. Die brauche ich, um die Schnurrhaare von meinem Kätzchen zu malen. Kätzchen? Welchem Kätzchen? Das ich hier auf den Asphalt male. Ist das nicht süß? Das nennst du ein Kätzchen? Das hat ja noch nicht mal Ohren. Oh ja. Außerdem stimmen die Augen doch überhaupt nicht. Und der Schwanz, der muss so hoch stehen, siehst du? Wahnsinn, das ist großartig, danke. Und dann könntest du ihm noch spitze Zähne verpassen. Hier, so. Und Rasiermesser scharfe Krallen. Und dann kommt noch das hier dazu. Und das hier. Und dann muss hier noch ein bisschen was hin. So. Und da und da noch ein bisschen. Hör zu, du musst richtig groß malen. Ein neuer Tag, an dem neues Wissen über uns hereinbricht. Ich will sehen, ob das Kaugummi, das ich gestern ans Klettergerüst geklebt habe, heute noch schmeckt. Warte auf mich! Wo Spinelli heute früh wohl steckt? Ich hoffe, sie hat eine bessere Laune als gestern. Ja, das hoffe ich auch. Entschuldigen Sie, ich würde an Ihrer Stelle dann nicht drauf treten. Sie machen das hübsche Bild kaputt. Welches Bild? Wahnsinn, was sind denn das für irre Striche? Ich habe sie gefragt, ob sie mir bei meinem Kätzchen hilft. Und da hat sie nicht mehr aufgehört. Da noch ein bisschen mehr hier und ein kleines bisschen hier. Ja, Spinelli, was tust du eigentlich hier? Ich mir noch ein bisschen mehr von dem Blau rein und auch hier. Sie wirkt wie im Trance, während sie da was zeichnet. Ja, aber was? Leute, hierher! Das müsst ihr euch mal ansehen! Ich hoffe, es lohnt sich, Gast. Spinelli macht da unten nämlich was ganz Merkwürdiges. Etwas Merkwürdiges und Wunderbares. Seht nur. Boah. Das ist beeindruckend. Das erinnert einen an so ein antikes Landschaftsmuster, das man nur vom Flugzeug aus erkennen kann. Es ist wie ein Wunderwerk, das die Seele anrührt und sich wie ein Schrei gen Himmel erhebt. Kunst, dein Name ist Spinelli. Ja, aber kann mir einer sagen, was das sein soll? Ich weiß nicht, Gas, aber egal, Spinelli hat sich unheimliche Mühe damit gegeben. Wirklich schade, dass die Butler das jetzt gleich kaputt machen. Was? Sie hat recht, kommt, wir müssen sie aufhalten. Sam, Dave, warte, die dürft ihr nicht weiter buddeln. Was redest du denn da für ein Blödsinn, TJ? Ihr müsst heute irgendwo anders buddeln. Seit wir im Kindergarten waren, buddeln wir auf dem Schulhof, wo es uns passt. Wieso sollen wir jetzt auf einmal woanders buddeln? Kommt mit, wir zeigen es euch. Ich fühle mich inspiriert. Ja, inspiriert zu buddeln. Und zwar nach Kreide. Wenn sie in dem Tempo weitermacht, hat sie innerhalb der nächsten Stunde den gesamten Kreidevorrat der Schule aufgebraucht. Dann sollten wir besser loslegen. Bis später. Großes Kompliment, TJ. Du hast Spinellis Gemälde gerettet. Wenn es mit den Buddlern was zu klären gibt, dann bin ich genau der Richtige. Und wie gut bist du bei Fünfklässlern? Los, spielen wir. Die Pause wird nicht länger. Werfe sich jemand diesen Wahnsinnigen in den Weg. Komm! Und jetzt noch ein bisschen blau und dann noch etwas grün und... Nach dem, was sich Spinelli gestern geleistet hat, warum sollte ich da nicht auf ihrer blöden Kreidekritzelei rumlaufen? Aus einem höchst überzeugenden Grund, Lawson. Folge mir. Finde ich Gefühle, die ich noch nie zuvor verspürt habe. Darauf könnte ich niemals Basketball spielen, Lawson. Das ist viel zu schön. Ja. Wir haben die Buddler aufgehalten und wir haben Lawson überzeugt. Doch eins ist klar, irgendwann wird irgendjemand über Spinellis Bild rüberlaufen. Aber wie sollen wir das tun? Wollen wir etwa alle Kinder der Schule hier raufholen? Das, mein Freund, das war gar keine so schlechte Idee. Eine nach dem anderen, Leute. Und nicht drängeln. Von da oben hat man den besten Blick auf Spinellis Bild. Jetzt komm schon. Du schaffst das ganz sicher. Es sind nur noch ein paar Stufen. Nein, ihr könnt mich nicht dazu zwingen. Ich will nicht. Das ist nicht nur einfaches Gekritzel. Das ist Kunst. Fange ich jetzt da hinten links oder da hinten rechts? Oder soll ich oben anfangen oder mal
gleich hier unten weiter. Was meinst du, Ashley? A, gefällt uns das? Ich meine, das ist nur von Spinelli. Stimmt schon, aber es passt unheimlich gut zu den Farben unserer Pullover. Skandalös! Ich habe eine begrenzte Anzahl früherer Werke der Künstlerin. In der letzten Mathematikstunde ist dieses Kunstwerk entstanden und das darunter wurde sogar von ihr persönlich signiert. Schön vorsichtig, kleiner Kunstliebhaber. Hier kommt jeder dran. Der Nächste. Hey, hey, ihr seid doch überhaupt nicht von unserer Schule. Wir gehen zur Schumo, Altkuh. Schule der modernen alternativen Kunst. Wir wollen die sogenannte Kreide-Aktionskünstlerin in Aktion erleben. Was geht hier vor? Hier ist ein Schulhof. Warum tobt hier niemand? Das geht nicht, Miss Finster. Spinelli zeichnet dieses irre Bild hier auf dem Asphalt und... Graffiti, was? Das werden wir gleich haben. Randall, sag Hank, er soll mit dem Schlauch herkommen. Aber Miss Finster, Sie verstehen nicht. Oh ja, ich habe es schon verstanden. Deshalb werde ich diese Ferkelei auch umgehend entfernen lassen. Bitte, Miss Finster, tun Sie das nicht, wie schon Oscar Wilde einmal gesagt hat. Kunstakademien sollten auf die Straße verlegt werden und der Schulhof ist sowas wie eine Straße. Es sind nur keine Autos da und es ist kein Verkehr. Spinellis Werk ist ein einziger Ausdruck von lebendigen spirituellen Bedürfnissen. Da kommen einem alle möglichen Gefühle hoch und sowas. Jede nicht genehmigte Zeichnung auf dem Schulgelände erfüllt den Tatbestand eines Graffitis. Und das werde ich jetzt ein für alle Mal beseitigen. Was machen wir jetzt nur, TJ? Es gibt nur noch eins zu tun. Gondor Primulon, Gondor Primulon. Gondor Primulon! Das ist JT, Code Epsilon. Gondor Primulon, JT, was gibt es? Wir haben hier auf dem Schulhof einen Notfall, Leute. Ihr müsst uns helfen. Lasst uns die Lage von oben betrachten. Geosynchronsatellit ist geschaltet. Längengradausrichtung 80 Grad West. Breitengradausrichtung 40 Grad Nord. Ultrafokus eingeschaltet. Dichter, dichter! Ein ausgesprochen eindrucksvolles Kunstwerk, JT. Und Miss Finster will das entfernen lassen. Sei unbesorgt, JT. Wir kümmern uns darum. Danke, Leute, aber beeilt euch. Macht schnell! Kommen Sie schon, Miss Finster. Seien Sie doch nicht so. Ich soll Ihnen was wegspülen, Miss Finster. So ist es, Hank. Weg mit dem Geschmiere. Meine Güte, sind Sie da sicher? Das ist doch ein wunderschönes Kunstwerk. Wenn Sie hier kneifen wollen, Hank, dann geben Sie mir den Schlauch und ich mache es selbst. Sie sind nicht befugt, einen Schlauch mit derartig hohem Druck zu bedienen. Arbeitsschutz. Geben Sie mir den Schlauch, Hank. Das ist unsere Gelegenheit. Für die Schönheit. Für die Kunst. Für Spinelli. Wer zum Geier sind Sie denn? Decoupage, Colette Decoupage, Vorsitzende der amerikanischen Kunststiftung. Oh, ich habe gerade dieses wunderbare Meisterwerk im Internet gesehen. Reife Leistung, Knarf. Das ist doch keine Kunst, das ist Graffiti. Au contraire, das ist das einzigartigste Werk, welches mir seit Jahren unter die Augen gekommen ist. Die Stiftung beabsichtigt der Künstlerin, ein Stipendium anzubieten und den gesamten Schulhof unter Denkmalschutz zu stellen. Yeah! Was? Das können Sie doch nicht machen. Das ist mein Schulhof, Schwester. Das ist kein Schulhof, das ist ein Kunstwerk. Schulhof. Kunstwerk. Schulhof. Kunstwerk. Das ist ein Schulhof und auf diesem Schulhof gehören Kinder. Und diese Kinder sollen toben. Was glauben Sie eigentlich, wer Sie sind? Sie doch. Unverschämtheit. Spinelli. Fertig. Beeilt euch, schnell zum Klettergerüst. Das ist unglaublich. Es ist einfach wunderbar. Wenn ich mir vorstelle, dass ich das wegspülen wollte, man sollte den Schulhof absperren. Ich verkünde hiermit, dass Spinellis einmaliges Meisterwerk für zukünftige Generationen erhalten bleiben soll. Yeah! Ja! Entschuldigung, aber klappert da nicht etwas? Oh nein, der Schlauch! Der platzt gleich! Ist weg! Alles ist weg! Wieso, großer Gott der Künstler? Wieso nur? Hey, was gibt's denn hier so zu gucken? Dein Meisterwerk ist ruiniert, Spinelli. Es tut mir ja so leid. Meisterwerk? Welches Meisterwerk? Die große Schulhoffläche, auf der du die letzten zwei Tage geschuftet hast. Meinst du etwa das Bild? Das war doch bloß etwas, das ich gemacht habe, um mich abzureagieren. Es zu malen hat Spaß gemacht. Wenn's jetzt weg ist, was soll's? Hat hier einer Lust auf eine Runde Tauziehen quer über den Schulhof? Ich bin dabei! Ja, da geht sie hin, die Kunst. Und da rollt eine wahre Künstlerin dahin.
Beim Nachsitzen wird nicht gesäuft, Detweiler. Jawohl, Miss Finster. Entschuldigen Sie, Miss Finster. Freunde, es fehlt in der Pause einfach jemand, wenn TJ nachsitzen muss. Wenn er nicht da ist, lachen wir in der Pause im Durchschnitt mindestens viermal weniger als sonst. Ich kann TJ genauso gut leiden wie ihr, aber jetzt ist Pause und die ist da, um Spaß zu haben. Ja, klasse. Es ist schon lange her, als ich sowas gespielt habe. Los, kommt. Ja, genau, los, spring. Ja, prima. Hallo, Gordy, was hast du denn da? Das ist die neueste Version eines Computerspiels, das muss man gespielt haben. Ja, ich habe alle Ebenen geschafft. Kann ich's auch mal versuchen? Klar, aber ich muss dich warnen, das Spiel hat's in sich. Pass auf die Seerosen auf, das sind Fallen und hüte dich vor dem Schiff, das ist Wahnsinn, du bist ja richtig gut. Aber das ist doch bloß ein Spiel, oder? Schade, dass TJ nicht hier ist, dem würde das Spaß machen. Ja, schade, nicht? Was soll das denn bitte heißen? Sagen wir mal so, TJ Detweiler ist nicht so beliebt, wie er denkt. Das finde ich keinen besonders komischen Witz, Gordon. Ha, wer macht denn hier Witze? Soll das etwa heißen, dass du TJ wirklich nicht magst? Muss ich es euch vielleicht auch noch aufschreiben? Ich kann TJ nicht ausstehen, verstanden? Einer, der TJ nicht leiden kann, nie gedacht, dass ich das nochmal erleben würde. Schön, dass du wieder bei uns bist, TJ. Hast du jemals daran gezweifelt? Hat er nicht. Wir haben übrigens eine Frage. Hattest du jemals Probleme mit Gordy? Gordy? Unser Gordy? Nicht, dass ich wüsste. Er kann dich nicht leiden und so. Mikey, nimm keinen auf den Arm, der gerade nachsitzen musste. Er nimmt dich nicht auf den Arm. Gordy sagte, dass er dich nicht leiden kann. Er wollte es für uns sogar aufschreiben. Da muss irgendein Irrtum vorliegen oder sowas. Hey, wo steckt denn dieser Gordy? Du wirst ihn sicher im Klassenraum treffen. Ja, das glaube ich wohl auch. Obwohl sie beide zu den Gründervätern zählten, konnten sich John Adams und Thomas Jefferson nicht leiden. Jefferson hielt Adams für einen überheblichen Bostoner, den nur Regierungsgeschäfte interessierten. Adams hielt Jefferson für einen Angeber, der nichts anderes tat, als sein Haus zu bauen und erst um 3 Uhr nachmittags aufzustehen. Reich mal weiter. Sicherlich hätten diese beiden von einer psychologischen Beratung profitiert, doch sie wurden dafür zu früh geboren. Doch ich glaube, dass selbst ein guter Psychologe an den Gründervätern verzweifelt wäre, die ohne Zögern ein ganzes Geschlecht aus ihren Reihen ausklammern. Mittagessen? Ich meine, wo sind denn eigentlich die Gründermütter? Also das finde ich unglaublich. Ja, ganz genau, TJ. Ja! Ja! Und was spielen wir? Kickball oder Fußball? Alles, bloß nicht abwerfen. Ich habe von gestern noch einen blauen Fleck. Warum müssen wir immer gegeneinander kämpfen? Gibt es kein Spiel ohne Gewinner und Verlierer? Ein sportlicher Wettstreit definiert sich immer über Gewinner und Verlierer. Ansonsten wäre es kein Wettkampf, sondern eine... Nullnummer. Ich bin für Fußball. Was sagst du, TJ? Ich weiß auch nicht. Was meint ihr, wozu Gordy Lust hat? Gordy? Der spielt nicht mit uns. Der mag dich nicht. Schon vergessen? Naja, das wird sich noch rausstellen. Ja, mach schon, du schaffst es. Los. Hallo, Gordy. Ich hab da sowas gehört und ich hab eine Frage an dich. Kannst du mich eigentlich leiden? Nein. Oh, naja, vielen Dank. Es war mir ein Vergnügen. Und, glaubst du uns jetzt? Ich fass es nicht, Freunde. Ich kann das einfach nicht glauben. Das erleben wir alle mal. Es gibt Leute, die sogar mich nicht leiden können. Die hassen es, der Verlierer zu sein. Manche finden mich unangenehm intelligent. Manche finden mich zu streberhaft. Ja, und mich einfach zu gefühlvoll. Fest steht, dass es über 5 Milliarden Menschen auf der Welt gibt. Da kannst du doch nicht verlangen, dass dich alle mögen. Das geht doch nicht, verstehst du? Jetzt hör doch mal auf. Mich mag hier doch jeder. Findest du nicht, dass du jetzt übertreibst? Ich sag's euch, mich mag jeder und ich werd's euch beweisen. Hey, Sam, Dave, wie findet ihr mich eigentlich? Du bist ein Kumpel, Mann. Ich hätte da eine Frage. Was hältst du von mir? Hey, Lawson, und? Kannst du mich leiden? Klar kann ich dich leiden, Dreckweiler. Besonders, wenn ich dir beim Sport zeige, was eine Harke ist. Lawson, du hast mir eigentlich noch nie gezeigt, was eine Harke ist. Ach ja, aber trotzdem bist du ganz in Ordnung. Seht ihr, selbst mein schlimmster Feind kann mich leiden. Und das wird Gordy auch bald tun. Oder mein Name ist nicht TJ Detweiler. TJ Detweiler? Den Typen finde ich gut. Hallo, Gordy, was machst du denn gerade? Gar nichts, jetzt wo meine Batterien leer sind. Das ist aber ein Ärger. Wie wär's mit dem kleinen Ballspiel, um dich abzulenken? Nein, danke. Eine Runde Basketball? Ich verzichte. Wie wär's mit Abwerfen? Oh Mann, Abwerfen finde ich toll. Na, klasse. Hey, Carl, hast du Lust auf eine Runde Abwerfen? Was ist los, mein Freund? Geht's dir nicht gut? Es ist immer noch diese Geschichte mit Gordy. Das macht mich richtig fertig. Vielleicht solltest du hier mal zugreifen, dann geht es dir bestimmt gleich besser. Ich schätze, das könnte nicht schaden. Oh Mann, diese Dinger sind ausgesprochen lecker. Das ist die beste Art, eine Freundschaft zu besiegeln, der Schokoladenkuchen bringt. Weißt du was, Mikey? An dem, was du gerade gesagt hast, ist was dran. Ach ja, und was habe ich jetzt noch davon? Hallo, Gordy, alter Freund. Ja, hallo. Das sind vielleicht ein paar leckere Schokoladenkuchenstücke. Hast du Schokoladenkuchen gesagt? Ja, so richtig geschmackvoll, weich und lecker. Magst du auch einen? Naja, einen vielleicht. Die schmecken ja sehr. Sag mal, sind da etwa Nüsse drin? Ja, nur das Beste für meinen Freund Gordy.
Ich bin gegen Nüsse allergisch, Detweiler. Bloß weil ich dich nicht leiden kann, ist das noch kein Grund, mich zu vergiften. Aber Gordy, ich hatte doch keine Ahnung, dass ich... Gordy ist in Biologie nicht gut. Da könnte ich ihm helfen. Aber TJ, du bist in Biologie auch nicht gut. Stimmt, aber Gretchen könnte mir helfen und ich könnte dann Gordy helfen. Das wird allmählich ein bisschen bescheuert, TJ. Das ist schon fast so, als ob du mit aller Gewalt willst, dass Gordy dich mag. Das ist mal wieder typisch. Die Menschen wollen immer das haben, was sie nicht bekommen können. Was sie nicht bekommen können? Was? Leute, da kommt mir eine Idee. Entschuldigt mich. Hör zu, Gordy. Ich wollte dir das eigentlich nicht sagen, aber ich finde, du solltest es wissen. Ich kann dich auch nicht leiden. Du mich auch nicht? Nein, ich dich auch nicht. Puh, da bin ich erleichtert. Jetzt brauchst du mich auch nicht auf deine Geburtstagsparty einladen. Mann, dieses Nicht-Gemocht-Werden ist ganz schön übel. Schlimmer als alleine nachsitzen zu müssen. Aber immer noch besser als mit Gordy zusammen nachzusitzen. Augenblick mal, das ist es! Spätestens morgen werde ich einen neuen Freund haben. Frage, worauf warten wir hier eigentlich? Keine Ahnung. TJ meinte, wir sollten hier warten, bis er die Operation Riesensturm startet. Es ist alles nur eine Frage des Timings. Wann ist Ashley Q dran? Die tritt zu wie ein Pferd. Die ist jetzt an der Reihe. Stehen bleiben, du Verbrecher! Kannst du nicht lesen? Betreten des Rasens verboten! Wie, was lesen? Du hast ja gerade Nachsitzen eingehandelt. Aber... Hör endlich auf, mir zu widersprechen, du wiederholst dich. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das verstehe, TJ. Wieso kann Gordy dich besser leiden, wenn er deinetwegen nachsitzen Warte muss? Warte erst bei Phase 2 ab. Kaugummi und Umweltverschmutzung. Miss Finster, ich habe Ihnen etwas Dringendes zu melden. Perfekt. So wie es aussieht, müssen heute zwei Rabauken bei mir nachsitzen. Ich erwarte von euch, dass ihr Mucksmäuschen still da sitzt. Ich muss meine Einlegesohlen wechseln, bin gleich wieder da. Sieht so aus, als wären jetzt nur noch wir beide hier. Tu einfach so, als wärst es nur du und ich tu so, als wär's nur ich. Und wir bringen die Sache damit so schnell wie möglich hinter uns. Soll mir recht sein, ich bin Nachsitzen gewöhnt. Ich vertreib mir die Zeit immer mit Pfeifen. Und da du schließlich nicht hier bist... Trag das nicht länger. Ich dachte, du wärst nicht hier. Ich bin aber hier und das Pfeifen geht mir auf die Nerven. Dann willst du wahrscheinlich auch nichts über den geheimen Tunnel wissen. Ganz genau. Was meinst du denn für einen geheimen Tunnel? Die Hausmeisterkammer? Nur für Unwissende. Aber für einen ausgekochten Profi wie mich das Tor zu einer anderen Welt. Bist du dabei? Na ja. Na klar doch. Wo wollen wir eigentlich hin? Du wirst gleich staunen. Soweit ich sehe, ist hier alles okay. Erster Halt Nachtisch und leckere Eisspezialitäten. So ein Wahnsinn. Ich liebe Eis am Stiel. Sieh doch, da ist sogar welches ohne Nüsse. Für meine Gäste nur das Beste. Ist alles aufgeordnet, denn auf unserer Tour gibt es noch mehr Haltepunkte. Jeder andere Direktor im Bezirk hat einen Organisationspreis bekommen, bloß ich nicht. Ja, verstehe, aber Direktor Edwards hat diesen Preis jetzt schon zum dritten Mal bekommen. Das ist ungerecht. Ich weiß, er ist der Schwager vom Bürgermeister, aber ich habe ihm die tollen Baseballkarten besorgt. Das muss doch auch zählen. Was zum... Ja, Miss Lemon, was gibt's? Wir müssen dieses Toupet, ich meine dieses Formular hier unterschreiben. Hallo, Freunde. Gondor Primulon JT. Welche Neuigkeiten bringst du von draußen? Keine, Knarf. Ich muss wieder nachsitzen. Knarf? Eigentlich heißt er Frank, aber hier unten ist es üblich, dass man seinen Namen rückwärts ausspricht. Oh, klar, ich verstehe. Freunde, das ist Gordy. Gondor Primulon Idrok. Ja, Gandorf Primulak. Hey, Gordy, magst du Comichefte? Du kannst Fragen stellen. Das ist mein einziges Hobby. Na, dann sieh dir das hier mal an. Das ist der Traum eines jeden Comiclesers. Wenn du auf Spiele und Fabelwesen und sowas stehst, hätte ich das hier. Dolche und Drachen 3000. Ich dachte, das wäre noch gar nicht rausgekommen. Das ist es auch noch nicht. Knarf und die Jungs testen es gerade für den Hersteller. Bisher muss ich sagen, ist das voll aufregend. Freunde, wir sollten lieber abhauen, bevor Miss Redsniff mitkriegt, dass wir verschwunden sind. Redsniff? Ah, ich verstehe, Miss Finster. Gondor Primulon, JT und Idra. Gondor Primulon. Toll, TJ, das war das spannendste Nachsitzen in meinem ganzen Leben. Ja, ich habe den Laden hier ziemlich gut im Griff. Also, ich meine, ich weiß nicht, ich würde sagen, dass du mich jetzt magst, oder? Nein. Was? Aber warum denn nicht? Ich verlange sofort eine Antwort. Du sagst mir jetzt auf der Stelle, warum nicht. Warum magst du mich nicht? Ich mag dich einfach nicht. Schluss aus.
Ich hoffe, dass ihr beiden Störenfriede eure Lektion gelernt habt. Ich auf jeden Fall, Miss Finster. Gut. Genau, du kannst machen, was du willst. Irgendeiner wird dich immer nicht leiden können. Jetzt hör mal, Detweiler. Bloß weil ich dich nachsitzen lasse, heißt das noch nicht, dass ich dich nicht leiden kann.